Willkommen, meine lieben Herrschaften, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Wir sind zurück im Punjab. Wir haben es das letzte Mal geschafft, endlich zu verwestlichen. Hat lang genug gedauert, aber wir sind noch vor Persien verwestlicht, was extrem cool ist. Hätte ich nicht mehr gedacht. Aber sie haben jetzt auch 100%, die werden auch gleich verwestlichen. Wir sind auch vor Japan fertig geworden. Und natürlich diese ganzen chinesisch-indischen Staaten sind noch lange nicht verwestlicht. Das gibt uns Zeit genug, dass wir hier dann vielleicht doch noch aufräumen. Na, schauen wir mal. Was ich mir das letzte Mal angeschaut habe, was wir auf jeden Fall brauchen, ich möchte möglichst schnell eine Großmacht werden. Dazu brauchen wir ein stärkeres, moderneres Heer. Das ist einmal das eine. Was wir auch brauchen, ist ein bisschen mehr Industrie und vielleicht ein bisschen mehr Prestige. Ich meine, Prestige ist uns eigentlich relativ egal, aber die Industrie und das Heer wären ganz gut. Beziehungsweise, wenn wir keine Großmacht werden, versuchen wir in die Einflusssphäre von Russland zu kommen. Das wäre es auf jeden Fall. Dazu müssen wir aber erst die Einflusssphäre von Großbritannien verlassen. Derzeit ist ein sehr guter Zeitpunkt, um die Einflusssphäre von Großbritannien zu verlassen, denn Großbritannien führt einen Krieg. Wenn wir etwas Glück haben, dauert der Krieg etwas länger noch. Und wir können in der Zwischenzeit unsere Beziehung mit Großbritannien so weit senken, dass wir unter Null kommen. Wenn wir das haben, können wir, nachdem wir Sekundärmacht sind, Großbritannien sagen, schleicht's euch. Und genau das ist unser Plan. Langfristig, ich habe mir gedacht, es ist passiert normalerweise relativ spät, dass hier in Somalia kolonialisiert wird. Das heißt, wir haben vielleicht noch die Chance, in Somalia zu kolonialisieren. Weiß ich nicht, ob wir das schaffen werden. Wahrscheinlich eher nicht. Dazu brauchen wir aber auf jeden Fall einen Marinestützpunkt oder besser noch zwei Marinestützpunkte in Bela und in Karachi. Mit diesen zwei Marinestützpunkten und mit der richtigen Technologie sollten wir dann in der Lage sein, Somalia bzw. Djibouti zu kolonialisieren. Und wenn wir das haben, hätten wir auch einen Fuß in Indien. Aber wie schon gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir das schaffen werden, weil wir sind technologisch noch relativ weit hinten nach. Dazu bräuchten wir hier bis, glaube ich, Maschinengewehr. Das ist ziemlich viel zum Erforschen, obwohl das sollte schnell gehen, weil diese Dinger hier ja nicht mehr, ja schon ziemlich alte Technologie sind. Bei Kultur müssten wir Nationalismus und Imperialismus, das ist sowieso etwas, was ich gerne hätte. Aber derzeit machen wir mal Empirismus, damit wir mehr Forschungspunkte kriegen. Forschungspunkte haben wir nur 10. Ich habe mir letztens auch angeschaut, wir sind bei etwa 17% Alphabetisierung. Das ist gar nicht so schlecht. Russland ist derzeit hat eine geringere Alphabetisierung als wir. Das heißt, wir sind da auf einem guten Weg. Unsere nationalen Foki habe ich letztens auch eingestellt. Wir versuchen weiterhin natürlich Geistliche, also Lehrer quasi zu bekommen in den beiden Regionen Sindh und Kaschmir. Belutschistan kommt dann als letztes dran. Wenn wir alle auf etwa 3% haben, dann sollte auch die Alphabetisierungsrate sehr viel stärker steigen. Im Punjab, wo wir schon relativ viele Geistliche haben, nämlich 4%, und wo wir die meiste Bevölkerung haben, bauen wir gerade eine Fabrik. Deswegen werden wir dort Facharbeiter ausbilden, damit wir dann die Fabrik auch in irgendeiner Weise befüllen können. So, Punjab. Das ist dieses Gebiet hier. Wir werden da vielleicht noch eine Weinfabrik und eine Glasfabrik auch reinstellen, weil wir haben hier immerhin Früchte. Oh, wir haben hier Seide. Das heißt, in dieser Gegend da oben in Kaschmir, wenn wir vielleicht eine Textilindustrie machen. Da haben wir nämlich auch Wolle. Ich glaube, für Stoffe brauchen wir Wolle. Baumwolle brauchen wir für Stoffe, glaube ich. Naja, die haben wir da auch.
Baumwolle, nicht Wolle. Na, das ist so dumm. Wieso kann man nicht Schafe für Stofffabriken verwenden? Naja, vielleicht schauen wir uns das mal an nachher. Na gut. Ja, überhaupt Fabriken möchte ich natürlich in allen Provinzen bauen. Wenn geht, möchte ich mir das selber aussuchen. Ah, das wäre so schön gewesen, dieses Gebiet zu erobern. Das hat nämlich Kohle für eine Stahlfabrik. Also für Stahlfabriken, das wäre schon sehr wichtig. Aber gut, kann man nichts machen. Da hat uns Russland einen Strich durch die Rechnung gesetzt. Ja, wir wollen ja Russland sowieso dazu bringen, dass sie uns helfen. Schauen wir mal, ob das klappen wird. Jo, na dann fangen wir an. Wir können noch immer relativ schnell vorangehen, weil... Ah, das ist schlecht. Keine negativen Sachen. Ich will Gewinne machen. Und zwar deswegen, weil wir derzeit ja Geld produzieren wollen, weil wir Fabriken bauen müssen und Marinestützpunkte und so weiter und so fort. Außerdem werden jetzt ein Haufen solcher Erfindungen kommen, die unsere Wirtschaft noch weiter ankurbeln, hoffentlich. Pitz-Dreschmaschine plus an Produktion für Früchte, Getreide und Tee. Das ist gut. Sowohl Früchte als auch Tee produzieren wir. Getreide weiß ich gar nicht, ob wir das produzieren. Und Proto-Existenzialismus. Yay, Prestigegewinn. Was auch immer Proto-Existenzialismus ist. Ah, und wir haben schon Schulden. Schaut, ist das super. Wir tilgen Darlehen. Wenn irgendwie geht. Ich will ein Plus machen. Wir dürfen da noch nicht zu brutal umgehen. Also wir brauchen ein Plus, weil wir müssen kaufen und Darlehen bringen unsere Wirtschaft um. Darlehen sind schlecht. Säkularisation, yes! Pluralismus steigt. Das erzeugt mehr Forschungspunkte. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Plus 5% Pluralismus, plus 3% Steuereffizienz, das wird uns auch Geld bringen, und plus 1% Versicherungen. Hm. Sehr gut, sehr gut. Das wird unserer Wirtschaft helfen. Ah, wir sehen, wir haben ein gutes Einkommen derzeit. So, als erstes bauen wir mal zwei. Ah, da brauche ich schon einen. Das habe ich offensichtlich letztens schon gestartet. Bauen wir dann noch den zweiten. Und als nächstes fangen wir dann an, Fabriken zu bauen. Ist jetzt wieder rufen? Hm. Was? Als Teil der Bürgerrechtspolitik unserer Regierung wurden Soldaten unserer Heimatarmee befohlen, ausschließlich Güter von punjabischen Händlern zu kaufen. Na, hoffentlich doch. Dies fängt nun an, bereits bestehende Spannungen in Faisabad zu verschärfen. Der lokale tadschikische Händler die Auswirkungen der staatlichen Diskriminierung zu spüren bekommen. Eine Bevölkerung in Ostafghanistan, die alles unten angegeben ist, nicht punjabisch. Hm. Also die Tadschiken werden... militanter. Und hier werden die... Okay, wir nehmen das. Ah, nichts für ungut, aber in Ostafghanistan gibt es keine Leute von uns, oder? Dragoner, das ist spitze. Damit können wir unser Heer verbessern. Ja, 1,7%, das ist mir wurscht. Es ist besser, die 1,7% kriegen 2 Militanz, als alle anderen 1,5 Militanz. Mhm. Dragoner sind extrem gut. Vielleicht sollten wir hergehen und die Kavallerie, na da lassen wir eine Kavallerie, lassen wir noch. Im Normalfall mache ich meine Heere so, dass ich einen Dragoner und einen Husaren drinnen habe. Und noch zwei oder drei... und noch zwei oder drei Artillerie. Wir müssen ein wenig die Armee aufbauen. Das heißt, wir bauen jetzt mal drei Dragoner. Wir bauen gar nichts offensichtlich.
Hey, ich habe da Leute heimgeschickt. Ich müsste eigentlich schon Dragoner bauen können. Naja, jetzt geht's. Brauchen wir mal drei Dragoner. Und noch eine Artillerie. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht überhaupt. So, wir haben 8000. Das heißt, wir können uns langsam überlegen, eine neue Fabrik zu bauen. Außerdem müssen wir, das dürfen wir nicht vergessen, den Briten sagen, sie sollen sich gefälligst schleichen. Sie verschlechtern. So, warte mal. Was haben wir gesagt? Wir wollen eine Fabrik schauen, ob wir bauen können. Und zwar, wo wollen wir die bauen? Bevölkerung. Westafghanistan Sindh wären ganz gut. So sind Westafghanistan und Sindh. Das ist Belutschistan, ja. Das ist Ostafghanistan und das ist wohl Westafghanistan, nehme ich mal an, oder? Gut, dann schauen wir mal, was haben die dort? Die haben Früchte, Baumwolle, Schafe, und Getreide. Das heißt, wir bauen dort was rein. Stoffe. Eine Betonfabrik brauchen wir auf jeden Fall. Machen wir mal eine Betonfabrik. Das ist immer gut. Und das können wir uns auch leisten. Ohne große Probleme. So, und wo haben wir gesagt? Sind. Da haben wir Tee, Früchte und Getreide. Dann bauen wir dort einmal eine Glasfabrik rein. Also, Glasfabrik. Glashütte. Okay, können wir nicht bauen. Die ist zu teuer. Warten, bis das Geld wieder da ist. Bauen wir mal eine Glashütte rein. Und dann machen wir eine Schnapsbrennerei oder so irgendwas dort dazu. Glas ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, Belutschistan ist das Letzte, was es kriegt. Dann haben wir da Ostafghanistan. Was haben wir in Ostafghanistan? Wir haben hier Holz. Das ist ja gut. Okay, Bayern hat den Krieg gegen Frankreich verloren. Und wir haben eine Sämaschine, um Früchte und Getreide zu verbessern. Sehr gut. Außerdem werden wir den Großbritanniern sagen, Beziehungen verschlechtern. So, wir haben hier Holz, das heißt, wir bauen da Sägewerk rein. Wenn irgendwie geht. Sägemühle halt, oder nicht? Sägewerk halt. Ah, müssen wir doch warten noch, bis wir das Geld haben. Sägewerk ist nicht schlecht. Da können wir dort eine Möbelfabrik hinstellen nachher. Oder Papier. Oder machen wir Papier. Also wir können die noch gar nicht bauen, eine Papiermühle. Wir haben noch nicht die Forschung dazu. Ach shit. Schade, schade, schade. Artillerie können wir jetzt bauen. Na, schau an. Auch nicht schlecht. So, Kaschmir und Belutschistan haben wir noch. Wo ist Kaschmir? Ich würde mal sagen, da oben irgendwo, gell? Ja, das ist Kaschmir. Wo ist denn da die Grenze? Da, nur diese drei Gebiete sind Kaschmir. Teeschafe und Seide. Das ist cool. Da war mal eine Luxuskleidungsfabrik. Ganz, ganz wenig Gebiete, die Seide haben, nur. Schon, können wir die schon bauen? Ja. Luxuskleiderfabrik. Die kostet 17.000 Pfund. Prophylaxe gegen Malaria ist auch sehr gut. Dadurch sinken die Lebensqualitätskosten sehr gut. Traditionalismus. Okay. Ist mir wurscht. Und unsere Fabrikleistungseffizienz steigt. Auch das ist mir noch relativ egal. So. Wartet jetzt mal, bis wir das haben. Kann man in der Zwischenzeit England nochmal sagen, dass wir sie nicht mögen. Gleich nochmal machen.
Und schon wieder die Cholera, das gibt's ja wohl nicht. Aber wir müssen uns beeilen. Komm schon. Wir sind schon bei 20%, die wir den Krieg gleich gewonnen haben. Glaube, sie kriegen einmal das Event, dass sie mir den Krieg erklären können. So, Einflusssphäre verlassen. Großartig, Kiva hat mir geholfen in meinem Krieg gegen die verdammten Briten. Aber mein Heer ist noch nicht groß genug. Wie ist denn das? Wie sind wir denn zu Russland? Wir sind schon vertraut, das heißt, die könnten eingreifen in den Krieg. Das heißt, was wir jetzt einmal machen, ist unsere Truppen irgendwo weiter wegschicken. Wie ist denn das mit denen? Na, die sind natürlich fast fertig, ist eh klar. Das heißt, wir werden da folgendes. Ah, das ist eh relativ weit hin. Das ist nicht direkt an der Front. Diese 48.000. Ach, geh bitte. Ich dachte, die erklären keinen Krieg, wenn sie selbst Krieg führen. Das hat schon ein paar Mal ganz gut hingehaut. So, dann wirst du ebenfalls etwas weiter weggehen. Nach Farah. Du gehst nach Merv. Und du gehst nach Faisabad. Sehr gut. Mit etwas Glück erklären die Russen sich bereit, uns zu beschützen vor den bösen kapitalistischen Ausbeutern. Okay, zu dem Zeitpunkt sind die Russen auch noch böse kapitalistische Ausbeuter, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Naja, Putin hilft natürlich nicht und Sie, Kim. Na gut, was soll's, da kann ich nichts machen. Ja, klar. Ihr könnt's gerne durch. Bau moderner Werften. Oh, wow. In 12 Tagen. Bist du deppert, die sind schnell. Oh, Belgien, Portugal, Osmanisches Reich, Brasilien machen alle mit. Ob da die Russen eingreifen werden, wahrscheinlich eher nicht. Was heißt Weltgeltung reduzieren? Ich dachte, du willst mich zurück in die Einflusssphäre. Bist du deppert, wo haben die diese Truppen her? Bis ich dagegen ankämpfen kann, bin ich ja uralt. Vielleicht sollten wir mal versuchen, gegen die zu kämpfen. Nein, wir werden da gar nichts versuchen. Wir werden einfach sagen, ja, okay, ihr habt's gewonnen. Können wir das? Wir würden ganz gerne einen Frieden vorschlagen. Oh, nein, können wir nicht. Wir haben keine Diplomaten. Uff. Na, immerhin verlieren sie Truppen. Das kostet sie Geld. Ich hoffe, sie sterben. Ich hoffe, sie zerstören nicht meine Fabriken. Ich bin so arm. Ah, ich habe wieder einen Diplomaten. Sehr gut. Was hältst du davon, wenn wir das machen? Okay. Gut, muss keiner sterben, also zumindest nicht auf meiner Seite. Gut, wir wissen jetzt, sie haben da drei Armeen mit über 40.000 Mann. Bist du deppert? Wie soll ich denn die jemals besiegen? Wie soll ich Indien gründen? Ich werde ja noch nicht einmal klar mit ihren Verbündeten da. Wir müssen einen massiven Krieg müssen sie haben. Ansonsten geht das gar nicht. So, bin ich jetzt wieder in ihrer Sphäre oder nicht? Schaut nicht so aus. Aber ich bin noch nicht vertraut. Bin ich ganz raus? Oh, ich bin feindlich mit ihnen. Das ist ja cool.
Das ist gut. Das ist gut. Ich kann sie nicht ausstehen, weil sie so fies zu mir waren. Los, Russland, Russland, Russland. Ich weiß, du schaffst das. Wir brauchen einen Verbündeten, damit wir die Briten auseinandernehmen können. Okay. Ach so, ja. Na gut, soll sein. Aber wir haben jetzt wieder Geld und wir können deswegen hier eine Luxuskleiderfabrik bauen. Yes, wir sind so gut, wir sind so gut. Wir sind so spitzenmäßig. So, und jetzt schauen wir noch Belutschistan an. Was kann Belutschistan? Das kann Schafe, Tee und was ist da? Und Getreide und mehr nicht. Schafe, Tee und Getreide. Schauen wir mal, was bauen wir noch? Wir haben jetzt eine Konservenfabrik, könnten wir bauen. Fieberthermometer ist gut, Bevölkerungswachstum ist gut, Heeresverlustquote minus 5% ist auch okay. Wolle, Mehrproduktion ist supi, Vieh ist mir wurscht. Konservenfabrik, Getreide haben wir. Ja, wir könnten eine Konservenfabrik bauen, wieso nicht? Konserven sind nicht schlecht. Ja, für den Fall, dass ihr es nicht wisst, also an und für sich ist es wurscht, man kann jede Fabrik überall hinstellen, aber es macht durchaus Sinn, Fabriken so zu wählen, dass in den Gebieten. Ah, Norddeutscher Bund, Weißer Frieden. Das ist gut. Das ist den Norddeutschen Bund hat sich nicht durchgesetzt im Deutsch-Französischen Krieg. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis Deutschland gegründet wird. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Dass Frankreich mit Österreich verbündet ist, ist eine gute Sache. Eine sehr gute Sache. Schauen wir mal. Wir würden ganz gerne mit euch gut Freund sein. Und ein Bündnis mit euch haben, wenn irgendwie geht. Ja, sobald wir den Diplomaten haben dafür. So, jetzt habe ich mal in jedem Gebiet begonnen, eine Fabrik zu bauen. Den Klerus mit rechtlichen Mitteln kontrollieren oder sie umbringen. Nein, rechtliche Mittel sind gut. Hey, mehr Pluralismus! Hurra! Und? Nein, wir sind noch nicht auf 11%. Schade. Auf 11 Forschungspunkte. Die verdammten Brasilianer haben da unten wieder was erobert. Mit Hilfe der Briten. Ich hasse die Briten. Fast genauso wie die Russen. Aber die Russen müssen mal herhalten. So, du gehst zurück nach Lahore. Du bleibst mal da stehen und du bleibst mal da stehen. Gut. Was? Ach Gott. So, wir haben gesagt, wir brauchen drei von diesen Dingern hier. Und die restlichen Bomberartillerie. Ach so, das ist zerstört worden, weil die Briten diese Gebiete erobert haben. Ach, immerhin haben sie die werdenden Fabriken nicht ruiniert. Hat auch schon was. Komm schon, Empirismus. Gib ein bisschen Gas. 1874, das dauert so lange. Jetzt sind wir endlich eine westliche Zivilisation und trotzdem dauert alles so lang. Was ist eigentlich mit diesen Briten passiert? Wo sind denn die hin? So, Kiewer ist ja ein Teil von meinem Reich eigentlich. Das ist ein Satellitenstaat. Das ist gut. Wo sammeln wir eigentlich jetzt unsere Truppen? Ah, da. Passt. Die verteilen wir dann auf die Truppen. Ah ja.
Wir haben ein Dings. Wie schaut das aus? Würdet ihr. Nein, sie würden nicht. Minus 176? Echt jetzt? Wie kriege ich denn die dazu, dass sie mich mögen? Weniger Infamie, mehr Stärke. Bessere Beziehungen. Wir brauchen sowieso bessere Beziehungen. Auf 100 müssen wir so oder so kommen. Weil ansonsten ist immer die Gefahr, dass sie uns den Krieg irgendwann mal erklären, die Gefraster. Und das wollen wir echt nicht. Nein, 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 das wollen wir nicht. Hey, wir können Munitionsfabriken bauen. Hurra! Wir sind so großartig. Ah, wir könnten auch, glaube ich. Ah, genau, wir könnten auch Eisenbahnen bauen. Sehr gut, jetzt bauen wir mal Eisenbahnen. So, und vielleicht bauen wir auch gleich Forts, vor allem an der englischen Grenze, damit die nicht ganz so durchgehen wie ein heißes Messer durch Butter, wenn wir Geld haben. Das kostet 10.000 echt jetzt. Hier auch, nehme ich mal an, ja. Und hier nehme ich an auch. Es wird nicht billiger, je gebirgiger es wird, schade eigentlich. Wir könnten aber die Berge mitnutzen für unsere Forts. Ärgerlich. Hey, wir können impfen. Sehr gut. Und mehr Wolleproduktion und mehr Seidenproduktion. Ja, und mehr Stoffproduktion. Yes. Wir sind großartig. Also, eigentlich sind wir nicht großartig, aber wir können mal sagen, dass wir großartig sind. Wieso verlieren wir schon wieder so viele Leute? Ich hasse die Cholera. Kann ich nicht irgendwo anders ausbrechen? In Ostdeutschland zum Beispiel oder in. Na, jetzt wollte ich sagen Afghanistan, das wäre blöd, das gehört auch mir. Ah, okay, Truppen. Was ist das? Du gehst daher. Oder schneller. Wunsch nach politischen Reformen plus 10%, echt jetzt? Wollen wir uns das wünschen? Ja, freie Presse wäre super. Die hilft nämlich auch bei der Alphabetisierung. Was brauchen wir denn dafür, damit wir sowas kriegen könnten? Freie Presse Supi. Plus 25% Alphabetisierungseinfluss. Und attraktiv für Einwanderer werden wir auch. Wenige Unterdrückungspunkte. Brauchen wir die so stark? Weiß ich nicht. Ist wurscht, wir können sowieso nicht machen. Wir haben erst 32,9%. Wir brauchen mehr Liberale und wir brauchen mehr Militanz. Das würde helfen. Mehr Militanz und mehr Liberale. Ja, nicht, dass Militanz in anderer Weise so gut wäre. Was? Okay, sie wollen Hatchers erobern. Na gut. Soll sein. Wie schaut denn das aus mit der Fabrik? Sind wir jetzt langsam fertig? Wow! Das ist ja urcool. Das sind wir ja schon durch. Wir brauchen mehr Fabriken. Shit. Das fällt mir erst jetzt auf. Stofffabrik haben wir. Kleiderfabrik brauchen wir als nächstes. Kleiderfabrik. Kleiderfabrik. Beziehungsweise das ausbauen. Bauen wir das als erstes aus. Es geht schneller. So, die haben wir jetzt alle gebaut einmal. Und aus dem Punjab
Haben wir da noch keine Fabriken? Ja, wir brauchen eine Kleiderfabrik auf jeden Fall hier mal. Eine Sprengstofffabrik können wir jetzt auch bauen. Und noch mehr Pluralität. Yay, wir sind auf 11,5%. Auf 11,5 Dinger. Hurra, wir sind so gut. Wir brauchen eine Kleiderfabrik. Kleiderfabrik, komm schon, Geld. Mehr Geld. Ist gut, na gut. Dann machen wir zuerst das. Ach so, nein, warte mal, du gehst daher. Noch mehr. Sehr gut. Noch mehr. Gehst nach Sint. Du gehst eh darauf, ja. Noch mehr. Leute. Da. Ja, ein Dragoner wird noch gebaut. Ausgezeichnet. So, aber jetzt. Jetzt geht sich so aus, oder? Kleiderfabrik bauen. Papierfabrik wäre sehr schön. Was brauchen wir denn für Papierfabrik? Hm. Das ist schon wieder hinüber. Das ist ärgerlich. So, wir haben schon eine etwas modernere Armee jetzt. Okay, der letzte Dragoner kommt dann darauf zu dem hier nach Faizabad. Etwas modernere Armee, aber noch nicht perfekt. Yay, noch mehr Baumwolle, Wolle, Seide und Stoffproduktion. Hurra! So, wir sollten da tatsächlich noch eine dritte Fabrik hier bauen. Okay, was haben wir da? Getreideproduktion steigt, ist okay. Prestigegewinn ist sehr gut. Militärmedizin ist okay. Koks, naja, wäre schön, wenn wir Kohleproduktion hätten. Rationalismus, noch mehr Pluralität. Yes, wir sind bei 12,4 Forschungspunkten. Was? Wir wurden vom russischen Zahnreich überzeugt, dass die USA nicht vertrauenswürdig ist. Unsere Meinung über sie hat sich herzlich verschlechtert. Ihr sollt nicht andere denunzieren, ihr sollt selbst mich in die Einflusssphäre nehmen, ihr Idioten. Ach, weh. Alles geht den Bach runter. So, was bauen wir für eine Fabrik noch? Was macht Sinn hier? Glashütten sind nie schlecht. Glashütten sind nie schlecht. Oh, wir können eine Möbelfabrik bauen. Hurra, das ist wichtig für das Gebiet, wo wir Möbel herstellen. Da, Ostafghanistan. Schauen wir mal, kann man gleich eine Möbelfabrik reinstellen. Okay, Osmanisch Sansibar, gut. Soll sein. Na, keine Betonfabrik. Eine Möbelfabrik kostet auch nur 13,5. Ah, wir haben es ja. Ganz toll. Wir überschwemmen jetzt den Markt mit unseren Kleidungsstücken. Ha, wir sind Pakistan und Bangladesch in einem. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So. Ist okay. Ha, unsere Fabrikleistung steigt stark. Das ist großartig. Das ist echt großartig. Wir sind gut aufgestellt eigentlich. Noch mehr Pluralität, noch mehr Pluralität. Ausgezeichnet, Freunde, ausgezeichnet. Wow, wir sind innerhalb von 2 Jahren von knapp über 10 auf
Drei Punkte sind wir gestiegen. Das ist gut, wenn das so weitergeht. Und da haben wir auch einen Punkt, einen Prozentpunkt dazugekriegt. Wenn das so weitergeht, meine Lieben, sind wir bald eine Großmacht. Wir sind 17, wir sind nicht einmal, wir sind nicht einmal eine Sekundärmacht. Na toll, wir sind so dumm. Naja, der Krieg gegen Großbritannien, der hat uns Prestige gekostet, deswegen. No jo, was soll man machen? Achso, ja, du gehörst daher. Was soll man tun? Was soll man tun? Okay, für heute machen wir Schluss. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Wenn wir hier 17 das sind, wir sind wirklich nicht zivilisiert. Sekundärmacht, Mist. Brasilien ist knapp vor uns um 2 Punkte. Das ist schlecht. Wenn wir Sekundärmacht wären, würde man sogar noch mehr Punkte machen. Also kriegen wir nur plus einen Forschungspunkt für die Zivilisation. Ach. Hätten wir noch 0,25 Punkte mehr. Sollte ja wohl kein Problem sein, Baden oder Brasilien zu überholen. Das gibt's ja wohl nicht. Militärisch sind wir auf jeden Fall besser als die. Militärisch sind wir 17. Da sogar. Tada, da. Industriell sind wir ein bisschen modig noch. Obwohl, das ist eigentlich auch nicht so schlecht, wenn man sich das recht bedenkt. Prestigemäßig sind wir modig. Eigentlich auch nicht. Das sind wir auch ganz gut. Brasilien ist da doch um einiges besser. 11 Punkte. Die 11 Punkte Prestige, die wir, 10 Punkte Prestige, glaube ich, haben wir verloren mit dem Krieg. Die machen es aus. Die machen den Unterschied zwischen zivilisiert und Sekundärmacht. Weil mit 10 Punkten mehr wären wir mit 115 Punkten vor Baden und vor Brasilien. Und wir wären natürlich eine Sekundärmacht. Ärgerlich. Achso, was ist das? Nein, das will ich nicht. So, Bevölkerung. Schauen wir mal, wie groß ist denn unsere Bevölkerung da? Oh, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Wir haben eine größere Bevölkerung als Italien. Und knapp unter dem Osmanischen Reich. Ich habe vor, meine Bevölkerung irgendwo da oben dann am Schluss zu haben. Wahrscheinlich sogar weiter oben müsste es sein, weil Großbritannien die meiste Bevölkerung ist Indien. Na, wir haben ja noch ein wenig Zeit. Noch haben wir ein wenig Zeit, Großbritannien tot zu machen. Gut, also wie schon gesagt, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.